Hallo zusammen. Wenn man das Thema lineare Gleichungen, Lösen von Gleichungen behandelt, dann kommt man früher oder später auch zu den gefürchteten Textaufgaben. Ich habe mal eine sehr beliebte Art von Textaufgabe, also bei Lehrern beliebt, nicht bei Schülern, hier, die ich mit euch eingehend behandeln will. Und ich gehe mal einen Schritt zur Seite, dass du mitlesen kannst. Gegeben ist eine zweistellige Zahl, deren Zehnerziffer um 2 kleiner ist als die Einerziffer. Vertauscht man die beiden Ziffern, so erhält man eine zweite Zahl. Multipliziert man die ursprüngliche Zahl mit 8 und subtrahiert davon 6, so bekommt man das Sechsfache der zweiten Zahl. Wie heißt die ursprüngliche Zahl? Meistens schreibt der Lehrer dann noch drunter, löse mit Hilfe einer Gleichung. Man könnte es aber auch anders lösen und ich sag mal, wenn man Zeit hat, wenn es nicht gerade um eine Schulaufgabe, um einen Test geht, dann könnte man das tatsächlich versuchen, das auch ganz ohne Gleichung, nämlich durch Probieren zu lösen. Und wir wollen das vielleicht jetzt gleich mal machen, bevor ich dann eben zu dem eigentlichen Teil, zu der Gleichung komme. Es geht um eine zweistellige Zahl. Ich nenne die jetzt einfach mal x. Wir kennen die ja noch nicht. Und was weiß ich über diese zweistellige Zahl? Die Zehnerziffer soll um 2 kleiner sein als die Einerziffer. Jetzt würde ich mir mal alle Zahlen, die da in Frage kommen, schon mal untereinander aufschreiben. Also es geht, ich sag mal hier durch Probieren. Es geht um die Zahl x. Und die kleinste von dieser Art lautet jetzt 13. Ja? Die Zehnerziffer ist um 2 kleiner als die Einerziffer. Als nächstes hätten wir 24, dann 35. Also ich erhöhe immer um 1, sowohl bei der Zehnerziffer als auch bei der Einerziffer. Dann habe ich 46, dann habe ich 57, dann habe ich 68 und 79. Das ist die letzte, weil das nächste wäre ja 80, beziehungsweise 8 und 2 größer geht nicht. Dann bin ich bei der 0 und dann passt es schon nicht mehr. Gut, das wäre jetzt die ursprüngliche Zahl und dann heißt es, vertauscht man die beiden Ziffern, so erhält man eine zweite Zahl. Okay, jetzt sagen wir mal, x1 ist die erste Zahl, x2 ist die zweite Zahl. Das heißt, die entsteht durch Vertauschen. Das heißt, hier hätte ich 31, hier hätte ich 42 und so weiter. Ich will es bloß mal andeuten. So, und jetzt heißt es, multipliziert man die ursprüngliche Zahl mit 8 und subtrahiert davon 6. Also jetzt mache ich mal eine dritte Spalte. Ich multipliziere die ursprüngliche Zahl mit 8 und subtrahiere davon 6. Das würde also heißen, 13 mal 8 ist 104 und davon 6 weg ist 98. Und dann soll das Gleiche rauskommen wie das Sechsfache der zweiten Zahl. Das heißt, hier ist die zweite Zahl, das Sechsfache, also 6 mal x2. Und ich mache das gleich mal anhand dieser Zahl. 6 mal 31 ist 180 plus 6, also 186. Und jetzt sehen wir, dass die Zahl 13 nicht in Frage kommt. Warum? Weil es soll ja hier und hier dasselbe rauskommen. Ja, das heißt, so erhält man das Sechsfache der zweiten Zahl. Also es soll hier und hier wirklich genau dasselbe rauskommen. Das ist aber bei 13 nicht der Fall, wie wir sehen. Das heißt, man müsste das jetzt für alle diese Zahlen durchspielen und in irgendeiner Zeile wird es klappen. In irgendeiner Zeile wird dann die Zahl und die Zahl gleich sein und dann hat man eben die richtige Zahl gefunden. So würde das mit Probieren gehen. Und mal ganz ehrlich, das wäre hier vom zeitlichen Aufwand vielleicht sogar schneller, als wenn man es mit einer Gleichung macht. Die Sache ist nur, es gibt viel kompliziertere Fragestellungen und da hat man dann mit Probieren keine Chance. Das heißt, da ist man wirklich mit einer Gleichung und mit dem Lösen dieser Gleichung schneller. Und darum wollen wir das jetzt mal hier durchspielen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, nämlich mit Gleichung.
okay, ich will auch gleich mal eine solche Gleichung hinschreiben. Und zwar soll ja das hier und das hier gleich sein. Das heißt, meine ursprüngliche Gleichung lautet x1 mal 8 minus 6 ist das gleiche wie 6x2. Jetzt wirst du sagen, puh, ist ja ganz schön einfach. Und jetzt löse ich die einfach. Naja, wir haben natürlich x1 und x2 und damit haben wir noch gar nicht diese ganzen Informationen, dass es eine zweistellige Zahl sein soll, dass die Zehnerziffer um 2 kleiner ist und so weiter. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt uns noch überlegen, was ist denn eigentlich, was wissen wir über x1 und was wissen wir über x2? Das heißt, jetzt müssen wir für x2 eben mal genau festlegen. Es geht um eine zweistellige Zahl, das heißt, es geht um eine Einerziffer und es geht um eine Zehnerziffer. Und ich würde sagen, die Einerziffer, die bezeichnen wir mit E und die Zehnerziffer mit Z. Und an der Stelle machen viele Schüler einen beliebten Fehler. Die würden nämlich jetzt schreiben, die unbekannte Zahl x1, also diese zweistellige Zahl, würden die jetzt schreiben, ist gleich ze. Weil zum Beispiel, wenn z gleich 2 und e gleich 4 ist, dann schreibt man ja die Ziffern auch einfach hintereinander und hat 24. Vorsicht, mit Ziffern darf ich das machen, aber mit Variablen nicht. Ja? Ziffern, wenn ich sie hintereinander schreibe, ergeben eine neue Zahl, eine zweistellige Zahl. Bei Variablen ist das so nicht gedacht. Ich brauche stattdessen eine Rechnung, die 24 ergibt. Ja, und an der Stelle sagen dann viele Schüler, ja gut, dann sage ich doch einfach z plus e. Zweiter beliebter Fehler, eigentlich noch häufiger kommt er vor. Die Denke dahinter ist, 10er, also praktisch 20, plus 4 ergibt 24. Falsch gedacht. Warum? Z ist ja eine Ziffer, nämlich 2. Und wenn ich 2 plus 4 rechne, dann habe ich 6 und nicht 24. Was muss ich also machen, damit es stimmt? Richtig, ich muss z noch mit 10 multiplizieren. Ich schreibe es also jetzt richtig hin. Ich habe z mal 10 plus e. So, jetzt stimmt die ganze Geschichte. Und die andere Zahl, x2, also wie heißt es im Text? Vertauscht man die Ziffern, so erhält man eine zweite Zahl. Also diese zweite Zahl entsteht, wenn ich die Ziffern hier vertausche. Das heißt, ich schreibe stattdessen jetzt e mal 10 plus z. Ja, ich habe die beiden Ziffern vertauscht. Wunderbar. Jetzt könnten wir also diese erste Gleichung schon mal mit unseren neuen Termen schreiben und dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir aber noch eine letzte Sache berücksichtigen und zwar, wir bekommen ja auch eine Information, wie diese beiden Ziffern, also die Zehner und die Einerziffer, wie die zueinander stehen. Und zwar heißt es, die Zehnerziffer ist um 2 kleiner als die Einerziffer. Die Zehnerziffer ist um 2 kleiner als die Einerziffer. Das heißt, statt z schreibe ich natürlich jetzt, damit ich am Ende nur noch eine Variable habe, e minus 2. Ja? Weil die Zehnerziffer ja um 2 kleiner ist als die Einerziffer, also e minus 2, um 2 kleiner. Das Ganze mache ich hier und hier, nein, hier und hier, also auch dieses z vertausche ich und dann ist meine Gleichung komplett. Und jetzt muss ich sie nur noch richtig hinschreiben und ich muss aufpassen, dass ich auch an den entscheidenden Stellen Klammern setze. Schauen wir uns das an. Also, ich schreibe diese erste Zeile, also jetzt nochmal, wobei ich x1 und x2 durch diese Terme hier ersetze. x1 ist ja z mal 10 plus e, also e minus 2
mal 10 plus e. Jetzt habe ich also x1 geschrieben und das Ganze soll ja noch mit 8 multipliziert werden und dann soll 6 abgezogen werden. Ich habe jetzt mal ganz bewusst diesen vorläufigen Fehler gemacht, den viele Schüler machen. Sie vergessen die Klammern. Vorsicht, überall da, wo ich ersetze, muss ich eine Klammer hinterlassen. Ich habe e minus 2 für z eingesetzt. Das heißt, ich muss schon mal e minus 2 in Klammern schreiben. Ich habe für x1 diesen ganzen Term hier, also bis zu dem e, geschrieben. Das heißt, ich muss diesen Term in Klammern setzen. Man könnte sagen, immer da, wo ich einen Kringel mache, also da, wo ich ersetze, muss am Ende auch eine Klammer stehen. Okay, dann haben wir ist gleich 6 mal und für x2 setzen wir diesen Term hier ein. Also e mal 10 plus und für z nehme ich wieder e minus 2. Vorsicht, Kringel, also Klammer. Und Kringel, und das war dieser ganze Teil hier, also Klammer. So, das ist die vollständige Gleichung. Sehr kompliziert. Ich vermute mal, die Beispiele, die ihr im Unterricht machen werdet, werden nicht ganz so kompliziert sein. Aber wenn du das verstehst, verstehst du das im Unterricht dann auch. Jetzt muss man einfach diese Gleichung so, wie du es gelernt hast, lösen. Das heißt, als allererstes vereinfachen wir mal auf beiden Seiten. Wir haben Klammern, wir lösen diese Klammern von innen nach außen auf. Hier müssen wir also erstmal die Klammer mal ziehen. Das heißt, ich habe hier 10e minus 20 plus e und das Ganze mal 8 und dann noch minus 6. Vorsicht, Punkt vor Strich, also nicht einfach 8 minus 6 gleich 2. Erstmal wird multipliziert. Auf dieser Seite erhalte ich in der eckigen Klammer e mal 10. Was ist denn mit dieser runden Klammer hier? Die habe ich jetzt mal vorsichtshalber gesetzt. Eigentlich kann man sie sich auch sparen, weil ein Plus davor steht. Das heißt, ich kann hier gleich mal vereinfachen. 10e, dann kommt ein e dazu. Das heißt, ich habe hier 11e und dann minus 2. Das Ganze wird noch mit 6 multipliziert. Okay. Lösen wir also jetzt auch noch diese Klammer auf, aber erstmal vereinfachen wir. 10e plus e sind also, wenn ich das zusammenfasse, 11e und dann bleiben noch minus 20. So, und das wird mit 8 multipliziert. Ja, also eigentlich ist hier noch eine Klammer. Also diese Klammer hier mal 8, das heißt, ich muss 11e mal 8 oder halte also jetzt 88e. Und ich muss 20 mal 8 rechnen und das Minus berücksichtigen, also minus 160. Minus 6 ist gleich, und hier bekomme ich 66e minus 12. So, jetzt fassen wir hier noch zusammen. Minus 160 minus 6, das ist ja minus 166. Das heißt, jetzt sammle ich mal die E's auf der linken Seite und alles andere auf der rechten Seite. Das heißt, ich sage minus 66 E und plus 166. Das heißt, ich habe 88e minus 66e, dann bleiben 22e. Und ich habe minus 12 plus 166, dann bleiben also 154. Ja, und letzten Endes muss ich bloß noch durch 22 teilen.
Und dann habe ich E gleich 154 durch 22 und das ist genau 7. Damit ist die Gleichung gelöst und jetzt muss ich bloß noch die Zahl richtig angeben. E war ja die Einerziffer, das heißt, die Einerziffer ist also jetzt 7, die Zehnerziffer ist um 2 kleiner, also 57. Das heißt, die ursprüngliche Zahl ist 57 und damit ist die Aufgabe gelöst. Man könnte es jetzt hier nochmal überprüfen, aber es wird voraussichtlich stimmen. So machst du es. Viel Glück bei deinen eigenen Versuchen.